Sehe ich. Oh, Lars im Chat. Irgendwann der Welt kann er auch mitspielen. Muss dann nur dazukommen. Eben. So unterwegs. Wie siehst denn du das? Achso. Nicht zerlegt, aber angeschossen. Wollte ich gerade sagen. Was gut ist, ich habe bis jetzt noch kein Viech gesehen, was ich eigentlich gerne jagen wollen würde. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, die verstecken sich. Ah ja gut, was du mit Lila meinst, ist ja das Vieh, was tot ist. Genau. Das heißt, es wurde was geschossen. Ja. Siehst du? Hinten gleich nochmal. Geht ja gut los mit dir. Ich bin noch beim gemütlichen Abendbrotessen. Dann lass es dir schmecken. Ah, ich habe so ein Viertel Burger oder so. Made by Olli. Ah, der hat einen abgekriegt, ey. Freischalten. Last kommt bestimmt gleich der Scott. Ja, hat er doch geschrieben im im Chat. Hast du den Chat nicht Ja, ich gerade offen? weiß. Naja, siehst du. Ja, doch. Naja. Ja, weil er jetzt nämlich schon im Spiel ist. Das heißt, dann kommt er mit Sicherheit jetzt gleich der Scott. Da habe ich hier jetzt einen Leichenstapel oder was ist hier los? Da ist er ja schon.
Lolas. Freddy. Hi, hi. Mit Hund. Hi. Immer. Ein treuer Begleiter. Und wie heißt Hund. dein Hund nochmal? Wieder. Jutta. Ich bin ja mal gespannt, ob die anderen immer kommen. War ja richtig Mangel, ey, das war ja nur Muskel. Ich hab mein erstes Spiel erschießt. Kann es sein, dass das Spiel bald hier ein bisschen ruckelt? Nein. Das ist täuscht. Das ist nur im Stream. Ja, ich habe eine scheiß Leitung. Lass mal von unserem Internet was abgeben. Geht bei mir auch nicht wirklich. Ich habe Aber auch 16. nicht gerade das Beste. Ne? Oh, ich habe nur 16.000er. Ich auch. Ich habe 29.000. Wann redest du mit uns? Oder von was redet ihr? Naja, sag ja, dann redest du mit uns. Wir haben viel weniger. Gibst dich mit das Fußvolk ab? Ein Hirsch. Mit 4 Schuss? Oder so. 5. Das Traurige ist, dass ich nicht mal getroffen habe, glaube ich. Ey, das ist ja wirklich traurig. Scheiß Hügel. Ja, das hätte ich nicht von dir erwartet, dass du daneben schießt. Ich habe nur seinen Kopf gesehen. Oh. Und verpasst ihn im Hirnshot. Habe ich probiert. Und Ah, da lebt verkackt. er. Wie weit muss ich dem Vieh denn hinterher rennen, ey? Ich hab jetzt eine Distanz, seitdem der Schuss traf, von 338,8 Meter Verfolgungsdistanz. Na gut, Schuss war nur Muskel. Schlecht.
kann nicht sein, sobald kann er nicht mehr gelaufen sein. Ich hab da falsch gepusht. Ja, ich glaube, das war richtig gute Picks gepackt. Gute Lecks. Warum? Warum ist das so wieder? Und lass den Schuss, wenn ich schon weit jetzt dran. Das ist schön. Da muss man eben was klären. Was ist denn das klären? Den Stalldienst morgen. Ein paar Tatsächlich mit, aber sind wirklich trocken, aber die Luft hat er sich. Natürlich die Laien. Ohne Ende das Spiel. Ich scheiße schon wieder.
ein bisschen runterschrauben. Wird was bringt. Hallo, ein bisschen flüssiger. Gubbel, gubbel, gubbel. Hört sich an wie Gewitter, Junge. Wieso? Eine ganze Härte Gabelböcke ist schon nicht schlecht. Da laufen die Schüsse vom Weiten. Sind immer noch locker 10-30 Stück. Nee, von mir. Achso, ich wollte gerade sagen. Aber bei mir ist auch gerade dezent Gewitter. Mir laufen 20-30 Gabelböcke rum. Die hast du dann angemalt, Agitha. So ungefähr. Da sind so viele Bergziegen. Jeder braucht ein Hobby, ne? Immer noch habe ich keinen Puma entdeckt. Oh. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Naja. Oh ja. Maultierhirsch. Männlich. Verfolgungsdistanz 121,71 Meter. Entfernung des Schusses 320,24 Meter. Ja. Guck im Stream, da ist der Beweis. Treffer, Muskel, Vorderlauf, Oberschenkelknochen, rechts, Lungenflügel, rechts. Also 320 Meter ist viel, ne? Also nicht zu verachten. Da hat der Scharfschütze Olli wieder zugeschlagen. Insa und Locke bleiben frei, mir bloß. Ich mich auch. Die Bergziegen bringen wohl jeden Punkt, da war. Oh. Könnte sein. Merkt das schon. Und das Verrückte ist, die Bergziegen kommen ja auch immer wieder zurück. Wenn Insa mich von zu Hause, dann könnte er streamen, der hat eine bessere Leitung gekriegt. Oh Lars, was war das denn? 78 Punkte. Bison. Na, wo bist du? Ich hab eine Kugel mit deinem Namen drauf. Bei mir wird der Fleck ein bisschen ziemlich lila. Thank you.
Ein Donner hier in der Gegend. Ah, Antikon Schaf. Muskelung, Flügel, links, Herz. Auch nice. Ich frag mich, wo mein anderes Viech ist, was tot ist. Da. Da liegt da. Ja, komm, renne meine Richtung, du Vieh, ey. Mach das doch. Lern fliegen! Bergziege fliegt, ey. Kann da drauf knallen, wie ich will, es fliegt. Die andere Bergziege fliegt auch. Wohin fliegen die denn? Bei mir, die fliegen nach unten. Die springen auf den Berg runter. Die überleben das. Und weißt du, ich knall drauf und da passiert nichts. Ich bin das super Bergziege. Ich finde das irgendwie gerade voll komisch, ey. Lars, hatten wir das nicht auch schon mal gehabt? Mhm. Dass die Bergziegen über den Berg runtergeflogen sind? Ja. Beziehungsweise war das nicht mit den Gabelböcken? Das ist im Allgemeinen noch mit Viechern, okay, die auf den Berg kommen. Aber das hatten wir auch schon richtig oft mit den Gabelböcken bei dem Nationalpark. Gämse. Ach ja, Gämse. Für mich sind das auch wie Gabelböcke. Ist ja eh fast das gleiche. Nein, die haben Gabeln, die einen haben Gabeln mit und die anderen haben Gämse, ne? Also. Die haben keine Gabel mit, die müssen mit Stäbchen essen. Die chinesischen Gabelböcke. Hier ist beides dasselbe bei denen. Ich sehe bei den Viechern echt keinen Unterschied. Ja doch, der eine ist mit Gabel und der andere ist mit Stäbchen. Oder mit einem Löffel. Oder so. Ein Löffelböckchen. Ja, ja. hier ist nicht mal eine Blutspur, wo ich getroffen habe. Du hast ja scheinbar doch nicht getroffen. Doch, hab ich. Kann ja jeder sagen. Aber die sind nur verbuggt. Ja, jetzt sind sie immer verbuggt. So hoch wie die geflogen sind, kann kein Tier fliegen. Ja, schon. Batman schon. Ist aber nicht Batman.
den Herrscher habe ich eine verblättert. Oh, Schwarzbär. Na ja, bitte. Oh, das hast du dich. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Warte, bis ich wiederkomme. Okay? Nee, ich glaube, die laufen weg. Höflicher Pfeffer. Ja, den habe ich aber wirklich gut erwischt. Der liegt ja schon hier. Und? Na ja, gut erwischt. Die Lungen weggeschossen, bitte. Da wo dann nie weit laufen können mehr. Das ist schon klar. Volle Mauli, der Maultierhirsch. So, nun brüllt der Schwarzbär nicht mehr. Toll. Okay, da liegt ein Vieh. Was bei dir in der Richtung zwischen uns beiden bis zum Schwarzberg kommen. Hey, du bist 800 Meter von mir entfernt. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wo er lang geht. Oh, schon leicht dezent pinker Fleck. Bei dir? Ich bin kein Tiermörder. Nee, ich bin immer ganz lieb zu den Tieren. Ja. Ja, ist bei mir Massen hier Anstalt oder was? Ja, es sind schon wieder zigtausend Tiere.
Den Stream kann ich ausmachen. Ja. Weil das nur am Lecken ist. Das ist nur am Buckeln. Vielleicht wird das später ja besser. Gott. Kann ja sein, dass vielleicht jetzt einige noch im Internet sind. Tödlich hat das gerade eben. Gabel braucht einen Laufer schossen. Ich muss mich getroffen haben. Oh, Lunge weggepackt. Lungenflügel, links. Aber wenigstens kann ich jetzt mit Gabel schießen. So. Müssen wir Insa und Block jetzt erstmal ausmeckern. Ja. Wir sehen. Was? Diese Insa Locke. Ja, weil sie gesagt hatten, sie kommen. Zum Spiel 20 Uhr. Ja, keine Sau da. Hm. Mal das Versprechen und nie halten. Kann nie leiden. Sag mal, was an weiß ich und ich muss gucken. Dann ist okay. Kann man nicht sagen, ja, kriegen wir hin, machen wir. Lars eigentlich noch anwesend? Jo. Achso. Bist gemutet oder was? Jo. Warum? Na gut, wir spielen Treppe. Bis die Jacht jetzt zu tun. Ja, alles, was mir unter die Flinte kommt, das trifft auch Truthähne. Truthähne. Könnt ihr mal Google Google machen?
weg jetzt. Nicht, dass ich ihn getroffen habe. Willst du dann ja sehen? Ich habe das Vieh immer noch nicht gefunden, was ich eigentlich jagen will. Lars müsste auch wissen, welches Tier ich meine. Eigentlich nicht. Ja, doch, vielleicht ein Panther. Panther? Oder so, das kann ich auch. Ein Puma. Puma, was weiß ich. Alles das Gleiche. Aber frag Olli, ne? Ich gestern, ey. Richtig Schiss gab vor dem Puma. Wir waren gestern Puma jagen. Auf einer richtig anderen Karte, die ich noch nie gespielt habe. Also noch gar nicht kannte so. Da war es richtig mutig, ich habe 2 Kilometer von mir weggezogen. Hat sich dann einfach ein Töschen gemacht, weil es nur noch Puma-Gerüche gehört hat. Wusste nicht, wo der herkam. Naja, wollte er nie hören. Aber Lars kennt das ja schon von mir, wenn ich Schiss habe, dass ich dann immer um Hilfe rufe. So, erst mit dem Primärbison war das auch so. Nee, Wiesent. Wo ich dann gedacht so, scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Bis er gesagt hat, so, ja, das ist sowas ähnliches wie so ein Primärbison. Wo ich gedacht so, scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Schuss, 3 Treffer, 1 Truder Bär. Hey! Der zweite. Was? Stimmt. Und ich sehe schon den dritten. Was ist denn heute los? Ich hab dir alles zu dir geschossen. Lars, nein. Was? Setz meine Punkte jetzt nicht ein. Doch, vielleicht. Nee. Maybe. Sieh ich nicht ein. Dann verhindere es. Wenn er jetzt den Schwattbären kriegt. Ja, wenn mal bei mir Viecher kommen würden. So, er ist tot. Jetzt muss ich nur noch einsammeln. Was ihr euch da wieder aufregt. Was soll ich denn sagen? Ja, du bist noch ganz weit weg. Ja, ganz weit weg. Ja. Ich hab euch doch lieb. Vielleicht, wenn ich so eine halbe Stunde warte, könnte es eventuell aufgehen. Nur vielleicht. Opa, ja? Wackelt Jan schön leicht am Ohrfeigenbaum, wa? Du musst erstmal rausfinden, wo ich wohne. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und das da wäre? Ja, bei dir zu Hause. Ja, und wo ist mein Zuhause? Na, da, wo du wohnst. Ja, und wo wohne ich? Na, wo dein Zuhause ist. Und wo ist das? Da, wo dein Haus steht. Hey, du hast immer gerne. Echt? Woher willst du das wissen? Weil ich's weiß. Naja, siehst du. Ich verstehe die Frage nicht. Ist auch keine Frage. Naja. In Bayern? Kick ein. Danke, Chrissy. Bayern, wo ist Bayern? Ich bin in Bayern, ja. So, Chrissy, überholt. Lila reicht wohl. Hey! Oh, Chrissy, 4000 Punkte erreicht. Hey, sehe ich nicht ein, das ist nicht nett. Eiskalt, Chrissy überholt, fertig. Der Rest machst du alleine. Sei mal die Zeit um, ey. Man findet hier keine Viecher. Also bei mir rennen haufenweise Bären rum. Ich bin zufrieden. Ah, und ein Wiesen. Prärie-Bison. Nee, wieder ein Bär. Geil. Chrissy, warum sollst du dir anders kennen als mir? Hier läuft auch nichts. Warum?
Jagt an der falschen Stelle, glaube ich. Ich Ja, glaube auch. dann, Olli, heißt es mal Zeit umstellen, wa? Dann kommen auch wieder Viecher. Wir haben gerade 15 Uhr noch Boss, also kurz vor 4. Arena, ja. Ist ja klar, dass dann hier nichts kommt. So, Package Team. Wir spielen The Hunter, Call of the Wild. Kindesfinale. Ja, ich werde mal ein Zelt aufstellen, ne? So, Kiddas, nicht weiter hier, Jungs und Mädels. Da war doch gerade Von Zelt. mir aus schon. Also ich würde sagen, Zeit umstellen, damit Viecher kommen. Findest du ja echt nichts. Dann pass auf, ich mache jetzt Zeitumstellung. Und werde gleich vom Bär getötet. Dann lache ich dich aber fett aus, aber richtig. Weil ich gerade auf seinem Platz liege oder so. Ich hab gerade die Zeitung gestellt und er schießt schon wieder. Ich versteh's. Christi, was machen wir falsch? Nein. Und ich dachte, Lars wäre der größte Open-Hooper überhaupt. Nee, 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 nee. Lies dir meinen Namen durch, dann weißt du, wer der größte Noob hier ist, verstehst du? Den hab ich mir nicht umsonst gegeben. Nee. Willst du jetzt einen Schlag in den Nacken oder Wie meinst du denn jetzt? irgendwann? Dich? Warum? Weil du ihren Namen geklaut hast. Ich habe ihr den Namen geklaut? Wieso? Das würde zu ihr, glaube ich, besser passen. Hat die Ich sollte dir einfach tauschen. Chrissy, sag Nee, wenigstens Hallo. ich glaube, ein Mädchennamen will er gar nicht haben. Dann, dass ich halt Olli wirkst, Chrissy. ja. 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 Wenn du schon explizit angeschrieben wirst im Chat, dann kannst du auch Hallo sagen! Das habe ich doch gerade jetzt noch nicht gelesen. Ja, warum er nicht? Weil ich gerade ein Vieh erschossen habe. Ach, so unwichtig. Aber das ist Mörder. mir schon wieder, das ist jetzt schon wieder nur ein Truthahn. Mehr, ich sehe ihn. Merkt sie gar halt doch die Backen. Aus so ein Backenhörnchen. Genau, Chris ist unser Lars, geht dir Backenhörnchen. ein Keksbacken. Nee, Oh, ich habe keine Lust. Hungerte. Ich möchte aber Ich habe vor, am Schokokekse. Wochenende Keksen zu backen. Ja, wolltest du mir welche schicken, hast du gesagt. Habe ich nicht gesagt. Doch, 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 hast du welche haben. gesagt, ne? Hast du Ja, gesagt, hast ne? du gesagt, das habe ich gestern mitgekriegt. Genau. Du wolltest welche Ja, ist haben. schon wieder tot. Ja, klar, wollte ich welche haben. Ist ja richtig. Aber Will wenn ich auch dir welche Kekse haben. schicke, dann, wenn ich dir welche schicke, dann, ja, sind die schon verfault. Warum? Nein, Quatsch. Das geht Oder schnell heutzutage. es kommt keine bei dir an, weil die alle aufgegessen sind. Dann verprügel ich die ganze Post. Bei mir hier ist ein Verteilzentrum direkt ums Eck. Also, wenn du willst, sind genug Leute da. Ah, kein Thema. Ich sollte mal wieder Munition kaufen. Ich weiß, warum Insa und Locke, nee, kommen, die haben Angst. Die haben Angst, Wem dass von Chris mir? sie, nee, die haben Angst, dass Chris sie wieder fertig macht. Dass du schon wieder ein Schwarzbär. Ey, wenn die aussterben wegen dir, ja? Ich Du jag schon? alles. Ja, lieben gerne. Oh ja, ein aggressiver Paribier, komm ran auf den Meter, ey. Aber heute Abend gibt es dann bei dir sozusagen Schwarzbär-Schnitzel, ja? Dann komme ich vorbei. Na klar doch, morgen auf Mittag. Na, dann ist gut. Und vielleicht mit ein bisschen Präriebison dabei. Ja, nehme ich auch. Und so ein Hirschbraten noch dazu und dann ist das Oh, alles lecker, gut. lecker. Knochen nehmen wir für meinen Hund, ne?
Der freut sich. Bauer 30, danke für den Follow. Lars übrigens hier auch, das sehe ich jetzt erst. Aber Bauer, dann zeigt er mir das nicht mehr an. Wie? Dass ich einen neuen Follow habe. Die Alerts sind aus oder so. Verstehe ich ja schon gar nicht. Warte mal, das muss ich mal eben tippen. Oh nee, bei dir klappt das nicht. Was willst du denn checken? Eigentlich kann man bei manchen immer gucken, wer als letztes einen Follow da gelassen hat. Das kann ich dir doch sagen. Das letzte war Bauer 30 vor 5 Minuten. Ah ja, und dann weiß ich ja. Und vor 45 Minuten war es Lars. Ja, und wo 30 kommt von meiner Seite her. Ja, Lars doch auch. Lars habe ich Autos durch. Ja, also. Weil ich auch Werbung für dich gemacht habe. Lass und deswegen sage ich nur zu ihm, grüß Gott. Die lassen ein Follow da, obwohl... Hi, Jensi! Obwohl es ruckelt und buckelt und backelt und knackelt, ey. Scheiß Laptop. Mein Puma ruft. Ja, schnapp dir Chrissy, Puma. Dann gibt's morgen auch wieder Chrissy-Ragu, das, das Problem was? Ist... Dann gibt's morgen Chrissy-Ragu. Ja! Was ist das, das Problem, Problem ist, also für den, kann, für den Puma. Der Puma kann mich wittern, weil genau in der Richtung der Wind geht. Aber das andere Problem ist, ich sehe den nicht. Wie kann das wissen? Schon schönen guten Abend. Ja, ich bin am Leppim, Jensi. Was soll ich dir sagen? Oh, Puma. Fahrgang runter. Oh, tödlicher Treffer, das finde ich super. Ich fress dich jetzt auf, Homer. Lecker. Alter, ich habe wieder eine Leckparty vom Feinsten. Das kann aber auf einem Laptop liegen. Leckt er ja schon, da ist er weit gekommen. Mein großer Rechner ist ja puttig. Wieder einen schwarzen Bären? Yep. Alter, mit 841 Punkten, was hast du... Wie hast du das denn hier gekriegt, sag mal? Beide Treffer. Beide tödlich. Und er ist ziemlich genau dann umgefahren. Zwei oder? Ja, direkt hintereinander, an der gleichen Stelle. Direkt aneinander die Blutflecken. Was wäre passiert, keine... wär passiert, wenn du mit eben geschossen wieder gestreckt hättest? Ja, einer hätte gereicht, aber ich habe noch einen Nachwesen. Hättest du 1600 Punkte oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Soll ich es ausprobieren? Da ist schon wieder einer. Na mach doch. So, ein Treffer, jetzt lassen wir noch rennen. Ach, da unten ist schon eine ganze Erde von irgendwas anderem unterwegs. Hinten da wieder rum. Ach ja. Kabelblöcke jucken mich, die Nullinge. Alles gut, Jens. Bist krank? Da oben ist noch ein Schwarzbär. Geil. Und noch ein Prärie-Bison. Ich muss in die andere Richtung. Nee, da oben ist ein Gabelblock, den will ich nicht. Lars, sag mal was. Ja. Du bist ein wenig zu laut, wurde mir geschreibt. Geschreibt. Du schreist den Leuten die Ohren weg. Finde ich super. Oder die wollen alle Chrissys Engels gleiche Stimme hören. Und der auch schon. Schön schlempel. Meine Stimme will auch keiner hören.
Nur halt die Zeit schon um ihr stellt, aber. Also bei mir sind wieder Tiere. Bei mir sind wieder ganze Herden von Tieren und den Beinen gestorben. Oder Olli jagt an den falschen Stellen. Ich glaube so. Dazu brauche ich Olli nicht fragen. Meine Stimme bleibt die schlimmste. Ist ja wohl mal gar nicht Egal, was wahr. wer sagt. Meine ist die schlimmste, nervigste, nervtötendste. Junge! Geh verrecken! Ey, mich hätte beinahe ein Puma überrascht. Junge, gut, dass ich eine Flinte in der Hand hab. Hast du das jetzt erinnert mich. Um mir liegt oder nur verschreckt? Ich hab drauf geschossen. Hast du nur wenigstens getroffen? Ja, getroffen, ja. Ich muss aufpassen, weil hier noch mehr sind. Aber das erinnert mich an die Situation von Bauern hier, wo wir auch mit Flinten da rumgelaufen sind und dann die Viecher auch auf uns zugerannt kamen. Das war sogar das erste Mal, als ich einem Puma begegnet bin. So eine Waffe bräuchte ich, die so eine Geräusche macht. Dann wird Leben viel einleiten. Schönes MG. Würde ich mal treffen. Das ist mein Scheunentor. Den ersten habe ich, dann kommt gleich noch der zweite. Oh ne, ist noch eine Bergziege. Da ist er doch.
habe man dann auch mal wieder was abgegeben. Wow. Ja. Wurde aber auch mal Zeit. Ja, und weil es so schön war. Vielleicht noch ein. Genau so. Ich finde keinen Platz zum Zelt aufstellen. Das finde ich nicht. Da ist Platz. Wieso, was willst du machen? Ja, brauche meine Munition wieder. Oh, jetzt kann die Jagd weitergehen. Leg dich hin, du Mistvieh. So würde ich mich auch nicht hinlegen. Du hast keinen Grund, dich nochmal weiterhin zu bewegen. Hab zwar jetzt nicht geguckt, ob da noch irgendwo ist, aber. Vorsichtshalber meine Flint in die Hand. Oh, na, das ist ja mal richtig Mangel, ey.
mal schauen, ob er liegt. Fahren jetzt mal mit durch dichte Wald hier. Schon ein bisschen rangekommen. Oh ja! 1400 hat es noch Vorsprung. Die Kleine. Was? Wie hast denn du die Punkte aufgeholt? Hab ich hier gar nicht mitgekriegt. Ja. Olli! Habe ich zu viele Lehrstunden bei Dani genommen? Vielleicht. Bei wem? Der kennt Dani nicht. Ja, ich hätte auch mit dir gelernt. Ja, aber ich meine Olli. Olli hat ja die Punkte. Ich habe meine Scharfschütze-Skills rausgeholt. Mistbi, Alter. Und wenn hier so ein Rudel rumrennt, da in Rost zu schießen, ist doch nicht schwer. Der Puma wollte auf mich zurennen. Ich bin mit Schrotflinte zurückgerannt. Hab mich umgedreht, er kam auf mich zu. Und bams, ist er von mir umgeflogen. Da hast du zu hinkommen? Nee, eigentlich nicht.
Wir sind noch genug. Ja, bei mir ist auch noch genug. Pumas für dich. Mehr ist genug Baby sonst. Olli, willst du Puma jagen? Du kannst hier hinkommen. Jetzt bitte den Aussichtspunkt hier. Stell ich Zelt für dich auf, dann kannst du hier hin und ich verzieh mich. Gestern wollte es auch nicht. Heute habe ich keine Lust. Oh. Die Pumas, sie sind echt zu krank. Und dann Berglöwen, was willst du da warten? Noch ein Brummschrei. Oh, heute war noch ein bisschen Bewegung. Hä, hey, wo ist der Puma hin, auf den ich geschossen habe? Weg. Genau so, du.
Dann lege ich das doch. Nicht so weit ab, Chrissy. Nicht nett. Da komme ich gar nicht hinterher. What?
Lars, schreck mich doch nicht. Schreck doch gar nicht. Was hat er denn gemacht? Doch klar, du bist nur 300 Meter von mir weg. Arsch. Meinst du bloß? Betäuscht. Ja, Lars, betäuscht. Ja. Ja, wenn der Olli morgen zum Essen kommt, dann brauche ich nicht viel mehr Hirsche. Ja, ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Wenn da schon mal zu zweit essen will, dann langt das noch lange nicht. Ich bringe auch noch ein bisschen was mit. Ich habe ja auch ein bisschen was gejagt. Ist ja nicht so, als wenn ich nichts hatte. Lars, wie war das noch so? Ich habe immer alleine Angst vor Wiesen und Primärbison. Das heißt nicht Primärbison, das heißt Priebison. Mir doch egal. Nee. Für mich ist es ein Primärproblem. Das gibt aber keinen Sinn. Der scheiß Hirsch? Ja, gut, ne. Die bei dir sind Viecher. Siehst du? Siehst du die Markierung? Da. Da sind überall Viecher. Wow. Also zwei habe ich definitiv wieder gesteckt. Gerade sagen, was läuft denn da hinter dir? Da ruft ein Puma hinter mir her. Mein Hund. Das ist ein Puma im Wachstum. Immer muss ich nachladen, wenn die lang rennen. Mann, Köter, kannst du mal aufhören zu schubsen? Alter. Ja, genau, schubst ihn weiter, damit er keine Punkte mehr kriegt.
Ich sag doch, du sollst aufhören, deinem Hund Drogen zu geben. War doch gestern schon so komisch da. Was ist denn jetzt eigentlich alles noch im Stream eigentlich dabei? Im Chat? Was? Weiß ich nicht. Ich bin noch im Chat. Ja, so also gerade auch nichts mehr. Der Chat ist momentan ziemlich ruhig. Ich weiß nicht, wer das noch da ist. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Eigentlich ist der viel zu ruhig. Ja, das ist bei mir aber normal. Ich hab den ruhigsten Chat auf Twitch. Oh, Olli, ich hab ein Tier von dir gefunden. Echt? Was war's denn? Ein Rocky Mountain Wapiti. Ah. Muskelhose links. Hast du jetzt ein paar Punkte von mir gekriegt? Ist doch schön. Ja. Unsere Stelle hier wird ganz schön pink, ne? Also bei dir hier. Jojo. Ja. Lars, wenn du Glück hast, kommt jetzt ein Rudel Wiesent auf dich zu. Hä, wo? Weißt du, Lars? Oh, das ist ein Schwarzbär. Schwarzbär. Warum kein Eisbär? Ich dachte, er kommt auf mich zu, gerannt, aber nein, er hat sich vorher überlegt und gesagt,
Ach, ich sterbe doch schneller. Eine Tonne, der Typ. Oh, sind die, wie sind sie bei dir angekommen? Oder was schießt du gerade? Das Nummer 3. Ich hab doch vorhin hier einen Schwarzbär laufen sehen. Und ich sehe keine Spur. Sammelst du jetzt mein Flugzeug ein oder was? Das, was ich hier gerade sehe, an Flugzeugen laufe ich hin und gucke. Ich glaube, ich bin gerade zum Massenmörder hier, ey. Oh, eine riesengroße Herde. Wie sind sie? Oh, ein Schwarzbärbahnhof. Na komm schon.
Wenn du die richtige Stelle erwischt hast, macht es dir richtig Spaß zu jagen. Nicht genug Viehzeug hier rum. Halb's egal, Wilber kam hier vorbei. Kleines, mistiges Dreckgeschwein. Wolltest du mich etwa angreifen? Böses Faul, du liegst hier im Dreck. Hat du etliche Schuss abgekriegt. Lars, du musst vielleicht zu mir kommen. Hier ist irgendwo ein Schwarzbär. Und du darfst ihn ruhig haben. Ich muss nur irgendwie meine Viecher da aus dem Wald holen. Da gehe ich nicht alleine rein, wenn da ein Schwarzbär ist. Hab dich nicht so. Und doch. Frederik 31071 ist drinne. Freddy, Hör zu. Ja. Wollte ich nur mal eben so gesagt haben. Dürfte sehr Mod sein. Ja, wo liegt jetzt das Vieh? Aber jetzt hätte bald, das ist Rocket nicht mehr so. Ich sag ja, spät abends wird das Internet ein bisschen besser, weil dann doch die kleinen Kids aus dem Internet gehen. Und was suche ich denn noch im Internet? Nur der Streams. So, ich merke ihn. Kommst du gleich in meine Richtung? Nee, Mann. Dann kannst du gucken, ob du den Schwarzbär da hinten bekommst. Aber ich muss noch eben meine Spuren hier weiter verfolgen und dann zeige ich dir, in welche Richtung der ist.
Ich hab auch ein. Was hast du? Aber auch noch ein Gabelbock. Aber irgendwo bei mir hier rechts von mir ist auch noch irgendwo ein Bär. In eure Richtung kommt gleich ein Wiese in die Wand. Dann Lars übernehmen. Und ich habe keine Munition mehr für meine Knarre. Ist ja geil. Nee, ich habe Geld bekommen. Ja, Lars hinter dir. Ach nee, das war dein Hund. Ich sehe noch keinen Wiesen. Ja, entweder liegt da schon um oder ich muss mal Munition kaufen. Ich habe letztens auch so ein Video gesehen, so ein Menschen mit Auto. Und dann war neben denen so ein Tier-Dings. Und das Krasse war einfach, dieser Ruf von denen, er ist genau gleich wie in der Hunter. Das ist richtig krank, vor allem wie laut das ist. Nie ist da. Chrissy? Ja? Dani ist da. Er würde uns gleich einholen mit Punkten, glaube ich, das Gefühl. Ja, ich lade ihn ein. Muss er auch wieder 10 Minuten warten. Ja, ist ja nicht so schlimm. Können wir den nicht irgendwie eine Rolle verpassen? Dass er schon direkt reden kann? Muss er trotzdem warten, glaube ich. Nee, oder? Kannst du es ja gerne versuchen. Ich habe auch früh, Lars gestern auch gleich eine Rolle zugewiesen. Und das ist ja trotzdem nicht, der war schon drin. Probier, mach einfach. Was ist das denn? Egal. Oh Gott. Gib mir die Rolle. Sehe, was schießt du da? Ich weiß nicht, was das war, aber das hat mich fast umgerannt. Gehört, gibt's denn die Rolle Besucher und das Buch? Er sagt 10 Minuten, dann hat er uns eingeholt. Und er ist wieder weg. Wieso ist jetzt wieder rausgegangen, ey? Ich hab ihn rausgegangen. Startet nochmal neu. Okay. Ja, hier waren Rocky Mountain im Wald, Digga. Ja, ich hab gehört, die wohnen da, ne? Der eine ist über den anderen voller Kante gesprungen. Voll eskalationsmäßig. Dreht ihr mal das Viech hier oben rein. Aber eins ist auch hier runter. Auch tödlicher Treffer. Und hier irgendwo ist noch ein Schwarzbär. Aber ich habe die wirklich nicht gesehen, ne? Nicht. Die standen direkt vor meiner Fresse. Ja, die Dritte wieder sauber machen, ne? Ich weiß nicht, wo ich hinrenne, aber ich habe das Gefühl, ich renne. Richtung den Schwarzberg, guck mal da hinten. Liegt doch schon. Machen wir den halt einfach ein.
Woher soll ich wissen, dass es schon liegt? Hätte ja Wenn du sein ihn können, nicht dass es einfach markieren nur. kannst, dann ist er schon doof. Denkst du, ich markiere den nochmal? Lichter. Da oben liegt da der Kleine. War noch ein eine Blutspur. Aber hinten am See, da am Waldstück, da sind noch ganz viele Gabelböcke reingelaufen, die ich auch angeschossen habe. Und da war auch irgendwo ein Schwarzbär. Aber da wollte ich jetzt noch nicht reingehen. Oh. Wo ist jetzt die Stelle, wo die mich hier überrascht hatten? Ich verstehe einfach echt nicht, wo es die Stelle ist. Weg. Guck mal, Lars ist zu Dani reist jetzt. Verbünden sie sich. Jetzt schießen sie noch mehr. Weißt Ich sag nur eins, ne? du? Nimm dich vor Dani in Acht. Warum? Wenn Dani einmal loslegt, da. Als ich mit dem Jagen war, hat er irgendwie 8000 Punkte gehabt. Dann hat er gesagt, er braucht noch 10.000 Punkte, dann geht er auch. 2 Minuten später ist er weggegangen. Also ganz ehrlich, wenn Dani loslegt, dann ist es vorbei. Findest du nichts mehr, egal wo der war, da findest du nichts mehr, gar nichts. Das ist doch schön, hat doch etwas gehabt. Meine Fresse. Er ist auch ein Buschmensch. Das, Weg. das, guck mal hier hin. Bist du? Ja, Dabei? Du bist von außen drin. unten an so einem See. Ja, ich sehe schon. Ich habe hier leider noch nicht so viel offen. Ich muss das mal selber freiloben hier in Sachen. Gleich in die Richtung, ne? In dem Wald. Da sind die ganzen Gabelböcke und auch so ein Schwarzbär, der da anscheinend rumlaufen soll. Da sind auch ganz viele Gabelböcke, Junge.
so ein brauner Wapiti ist und es ist meiner. Da habe ich den angeschossen. Danke. War aber ein Maultier. Ist der braune? Ja, war also hier ist alles braun. Nee, der eine ist dunkelbraun und der eine ist hellbraun. Und ich rede die ganze von dem hellbraun. Oh meine Fresse, Alter, komm her, du Viech. Komm her. Rechts oben, du Pissratte! Lars! Ja. Kleines, dickes Vieh da hinten. Ich kann aber nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Lars, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Was meinst du denn? Wie sonst? Kein Jahr. Hab noch keinen gesehen. Ich weiß, wo ich bin. Mhm. Übrigens, Insa ja. Und Locke kommen heute nicht. Die sind bei. Weil sie bei Insa auf dem Discord sind und ETS spielen. Ah ja, finde ich echt ein bisschen kacke, ne, so von denen. Ja, bin gar nicht anders gewohnt. Hey, Lars! Ja. Lars! Ja. Hast du es gehört? Ja, ich höre viel. Ich will. Hier so am Ballstück lang zu laufen und diesen ganzen. Das Zusagen ist dann so weit. Ja, ja. Ich brauche wohl nicht mehr, kein Bock mehr drauf. Ich mach jetzt meinen Ding halt mehr von. Ja, es war deiner. Nicht mehr. Ja. Kleines Problem. Ah, was? Was? Also, wie sind denn da mir? Ziel auf den! Und ein Schuss. Große Visier rausholen hier. Scheiße, Alter! Dann noch eine Frage. Ich sehe unter Schock, ey. Das ist das, was ich meine, Olli. Wenn so ein dickes Vieh hinter mir rennt, dann bist du vorbei, dann renne ich. Franklas. Also Chrissy, du hast 10.000 Punkte erreicht, du musst einmal neu starten. Nicht noch ein kurzes Vieh. Ich weiß nicht, ob es der ist, den ich vorher angeschossen hatte. Dann sammel du den mal lieber ein, du hast drauf geschossen. Oh. Was habe ich geschossen? Diesen Bison. Nimm mit, weiß ich auch. Muss ich hier einen halben Marathon laufen. Ja, und sonst schreibst du auch immer gerne Marathon. Ich muss aber in die andere Richtung, wenn wir noch klappen.
Ich, du und du. Mit Dani lose. Er hat noch nicht viel geschafft, ne? Bei Viecher erst. Dani ist drin. Hey Dani! Jawus! Servus! Mahlzeit! Ach ne, das heißt ja bald mein Heil. Wir werden es heilen. Lars, du hast ein Tier hier vergessen auf der Straße. Ja, da bin ich nicht lang gelaufen. Da ganz oben ist auch noch irgendwo ein. Ah, da kommt ein Gabelbock zurück. Markierung. Da. Und da oben auch. Kommt zwei. Hol dir Lars. Hol dir. Wenn ich was sehen würde, ja. Wo, ja, komm zu mir hier rüber. Ja, siehst du die? Ach, das ist meiner. Dann macht die voll begleitend jagen oder so. Dani, was ist eigentlich los mit dir? Wo sind deine Punkte ganz hin? Du warst nicht. Von wegen 10 Minuten, ne? Wenn ja, warte, du musst vorerst zu den Tieren gehen. Ja, ja. Siehst du das, Lars? Ich bin nur weiblich gegossen. Sinierst du Chrissy oder bin ich blöd? Hat ein Huhn. Lass sie erst weiter runterkommen. Wenn wir freie Sichtbahn haben. Kommen wir weiter hier rüber. Ich würde kommen runter. Lass sie mal erst laufen. Ich schnapp ihn in den hinteren. Achtung, ich rufe das noch an, dass ich das Jahr mache. Hättest du nicht warten können? Nope. Du fauler Hund, du. Warten ist langweilig. Beide Lungenflügel. Was? Ja, sammelt sie schon ein. Da hinten ist Olli. Aha, Dani ist da, wo ich gejagt habe. Was da überhaupt noch was rumrennt, wo du willst. Da sammelt Dani wohl Punkte. Wenn überhaupt. So wie ich da abgeräumt ja. habe. Beide Lungenflügel. Was? Ich hab da abgeräumt, ja. Geh mal zu dir in die Nähe. Olli, was ist los? Du bist so still. Ich denke, du bist kurz. Der Gewissen sind tief. Alles gut, Christi. Man sieht das, der ist voll in Concentration hier. Na, betrifft nichts mehr.
15.000 Punkte, ey, boah. Was Neustart. Wie ist das immer so, dann ich Spruch? Bei 10.000 gehe ich offline. Dann dauert noch 2 Minuten, dann ist er weg. Meine Jagd jetzt schon. Tja, schon 1.700. Also ich habe Chris überholt, ich bin wieder glücklich. Eier. Alter! Lars, ist nicht dein Ernst? Oh, eigentlich schon. Geht's gar nicht. Digga, warum Pichi, du? Oh, der ist aggressiv, finde ich super. Was, aggressiv? Der war so gesund. Oh, das ist tot, Leute. Er wollte nicht tanzen. Hast du den Wiesent da hingelegt oder ist das meiner? Der, wo ich bin, ist von mir. Der, wo du bist, gut. Du bist knapp 300 Meter von mir entfernt. Ja, ich stehe jetzt aber bei dem Wiesent. Okay, dann ist da das hier oben meiner. Dani, eins muss ich dir lassen, ne? Das, was du mir beigebracht hast, funktioniert echt so gut, ne? Ist normal. Wie oft ich in der letzten Zeit Herztreffer hatte. Einfach nur mega geil. Alter, die Grafik ist ja auch für den Arsch, ne? Schön, weil sich das hier hingebastelt wird. Alter, der hat 4 Kugeln von mir gefressen. Wenn nicht nur mehr. Jetzt wollte ich gerade auf deinen Hund schießen, Lars. Boah! Das war wohl ein Ende, Wapiti. Aber das Vieh kommt hier jemand. Und Dani, warst du dieses Jahr schon jagen? In echt? Ja, jetzt Wochenende mindestens einmal. Ja, nur letztes Wochenende du hast noch Kids geschossen. Ui. Schwarzwild oder? Na, Rehwild. Schwarzwild gibt's bei uns nicht. Gott sei Dank. Keine Saunen da? Na, da muss hier komm, komm. Da muss da Brandenburg kommen. Du solltest wissen, Dani kommt aus Österreich. Ja und? Das hört man ja auch schon an, seinen Akzent. Was ich so liebe. Ich liebe seinen Akzent. Ja, ich liebe seinen Akzent so. Das ist aber ein Dialekt. Dialekt. So, Lars, von wegen, ne? Hol mal meine Stufe ein, du. Hä? Ich hab 11.000, du Gacken. Schwarzwild. Dani, hast du eigentlich schon wieder neu angefangen oder warum so weniger Stufe? Jo. Hätte doch schon 20 Mal angefangen, oder? Na, 3 Mal. In der Woche oder in letzter Woche? Der Woche erst einmal. Heilige. Na, seit 3 Monaten. Ich hab jetzt 3 Monate lang mit der Hand gespielt. Ich muss mir mal einen besseren Ort hier suchen. Hi Olli. Bist Janni bei den anderen, Olli?
da oben ist passiert. Oh mein Gott, freigeschalten noch nicht. Bei mir ist ja alles dunkel. Soll ich Zelt aufstellen? Wenn in deiner Nähe ein Häuschen ist, kannst du mal ein Zelt aufbauen, ja. Ja, bei mir ist direkt ein Häuschen. Na, dann mach mal da. Mach mal ein Zelt, sei mal lieb. Komm ich mal zu dir. Geht. Das ist. Du musst ja nicht gleich auf mich schießen. Was ist das hier? Das sah geil aus, wie du auf dem Hofstand jetzt standen hast. Bei mir steht mich dann auch keiner. Das Haus ist in die Richtung. Oh, in welche Richtung? Hier. Aber hier, da wo der Stein ist. Okay, danke. Also ungefähr. Da siehst du es eigentlich schon. Jo, ich werde schon finden. Ja, ich sehe den grünen Punkt. Ach ja, und hier ist ein Gebiet, hier sind auch Pumas. Ja, Pumas. Wollen wir zusammen los? Komm mal gerne. Ich dir die Pumas verknalle. Können wir gerne machen. Nein, bei dem Spiel kann man keine Spieler erschießen. Das ist kein Call of Duty, kein Schieß mich tot oder wie sich diese alle heißen, die Spiele. Obwohl ich einen Zweiten Weltkrieg Karabiner habe. Ja. Ja. Ich schieb mit dem alten Gewehr. Spaß. So, so. Die Granatfischen kann man hier auch nicht. Ey, Schoko, was sitzt du denn, ey? Mir fängt das irgendwie an zu ruckeln. Ich glaube, das Spiel könnte gleich abschmieren. So. Granatfischen. What you say? Los, weißt du, hier kann man Granaten fischen. Granaten fischen, ja. Ah, Chrissy. Was, das hat Olli geschrieben. Ja, ich weiß, dass es Olli geschrieben hat. Ja, das, was man hier jagen kann, kann man noch essen und kochen. Musst du halt bloß das DLC davon kaufen. Das heißt dann Kochsimulator. Mach ich aus dir Hackfleisch. What you say? Ich dachte, du bist ein Tier. Ich bin doch kein Tier. Er ist ein Vieh. Was ist ein Vieh? Genau. Das ist was Positives, Chrissy. Ja. Ja. Mach aus dir Rinderroulade. Oh ja, würde ich gerne nehmen. Aber bitte ohne alles. Nur die reine Fleisch. Oh. Magst du die Infüllung nicht? Ich möchte das Fleisch komplett. Es gibt ja bei so Rouladen diese Füllung, weißt du? Ja, nee, ich mag aber die Rinderrouladen roh. Also nur das reine Fleisch haben. Das ist mir nicht schön dünn und schön. Ne? Und da kann man dann schön einlegen. Und dann kann man das schön in den Dörrautomat stecken. Dann hat man schönes Trockenfleisch zu essen. Schmeckt sowas von geil. Müsste ich auch mal wieder machen. Aber die Rouladen sind mir halt einfach zu teuer. Zahlt ja für so 500 Gramm 8000 Euro. Den hast du schon erschossen. Den Gubbel.
Gubbel, gubbel, habe ich leider keine Flint dabei. Blick. Ich dachte, Chris, ich will den Puma jagen. Da musst du welche markieren. Ja, hier sind ja auch Pumas. Aber dann musst du hier weiter in den Bergen, ins Dichtere. Das ist verständlich, dass Pumas hier in den Bergen Obwohl leben. Hier auf freier Fläche laufen eigentlich auch Pumas mal. Ja, weil die heißen ja nicht umsonst Berglöwen. Klugscheißer, Olli. Ich dachte, das ist ein Wildkatzen. Dachte ich auch. Ihr wollt mich doch nur verscheitern. Denk nie noch. Hat keiner vor. Nein, da kann man nicht angeln. Da muss den Angelsimulator kaufen. Auch nicht mit dem Speer. Auch nicht mit dem Gewehr. Auch nicht mit Pfeil und Bogen. Boah, der tote Bergziegen. Warte mal, hier ist ein Äpfel. Ach, das ist ein Papiti. Bei mir liegen. Warte mal, 1, 2, 3. Warte mal, dann 4. 5, 6, 7, 8, 9. Nein, wir schießen keine Fische. Und jetzt kommt ein Schuss heute. Den so. Ich mein Zelt aufstellen kann. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Olli. 7, 8. Ja, das heißt Puma. Das, was er nicht leiden kann. Das kam von oben. Da oben. Den umrennen. Hinrennen. Flinte. Ich hab keine Flinte. Gönn ihn dir mit Flinte. Ich hab keine Flinte. Du wirst halt, wo Weite des Tanks gut schießen kann. Da ist er doch! Du standst genau davor. Jo. Da hat er mir angezeigt, ist nee. Du kannst aber die Fische mit LKW totfahren. Wildunfall oder was? So ungefähr. Wildunfall. Drück mal die Rädchentaste, dass du dein Visier runter machst. Weil wenn er näher kommt, kannst du ohne Visier drauf knallen. Gerne. Wäre besser. Ja. Ein Messer könntest du auch nehmen. Aber ich wette mit dir, Olli, der kommt gleich wieder zurück ran. Noch ein Bär. Hast du nämlich es erwischt? Das wird's quasi nicht. Oh. Mein Köter knurrt schon wieder. Ja, weil auch hier direkt bei mir ist. Wolltest du mal wieder füttern, ne? Ich weiß aber nicht, wo genau der ist. Olli, hier ist dichtes Gras. Ja. Er raucht schon wieder da. Küssi. Das glaube ich dir aufs Wort. Aber der Hund ist ruhig, also Knoten. Ne? Ja, der ist auch in die Richtung. Das Gute, das Krasse ist, ich bin schon einmal hier so jemanden verfolgt, ne? Hier ist eine Blutspur. Ich weiß aber nicht von wem. Von mir sind Blutspur nicht. Sehr gering. 50%. Puma. Kommt von Puma. Ja. 50 bis 75. Ja, dürfte deine. Ja, das ist der. Ist ja auch geil. Angeschossen und brummt schreit. Na bitte. Ja, meist schreien die noch mal eben, bevor die verwesen, auf Deutsch gesagt. Es sei, nee, ist ein anderer da hinten. Und da, der geht hier hoch. Ihr verwesen doch nicht.
Nee, die verrecken. Für mich ist das ja Wesen, wenn die sterben. Sie verenden. Ja, für mich ist das Verwesen, wenn die sterben. Verwesen dieses Zersetzen des Körpers. Plus 25, 50. Soll ich einen Hund vorschicken? Meinetwegen kannst du machen. Alter, hier oben hat mal richtig geile Aussicht. Guck das mal an. Wir sind die richtigen Bergmenschen hier. 0 bis 25, der wird gleich liegen. Hier geht die Spur weiter. Ich hab ihn. Das hier unten liegt er. Ja, ich bin hinter dir. Wo sind der Köter? Der steht hier bei. Irgendwo. Alter, wie er die Schnauze aufreißen tut, ey. Ey, oh, Muskelhüfte, 6 Treffer mit Flinte. Aber Silber gekriegt. So, nächste Puma geht auf dich. Wo ist dein Hund? Boah. Irgendwo hier unten, oder? Nee, der kommt da oben. Ich weiß nicht, was der da oben zu suchen hat. Ja. Ich würde sagen, wir sind hier oben durch den Wald, ne? Warte mal, eben auf der Karte gucken, wie weit wir noch können. In die Richtung würde ich nicht gehen, sondern irgendwie die oder so. In die Richtung können wir noch. Alter Lars, du mit deinen 12.000 Punkte, ey. Lass mich doch. Wenn da Dani die mal einholt, ne? Na, hätte ich nochmal. Bin ich weg. Das schafft er nicht. Hätte ich nochmal noch. Will jetzt gleich offline. Oh. Ich glaube auch nicht mehr lang. Mach definitiv auf bei dir. Wieso bleibt der nie so lange, ey? Was los bei euch? Was machen wir? Weiter. Arbeiten. Oh. Ja. Ich auch. Boah, und? Ey, ihr habt der Dude, ihr müsst morgen früh aufstehen. Ich muss dienen lernen. So eine Scheiße. Hier für mich arbeiten, danke. Ja, ich bin gerne. Das Schlimme ist, Wochenende bin ich zu Hause. Was habe ich da großartig ausfressen, außer Sonntag, Geburtstag von meinem Vater? Wie gesagt, Samstag eventuell Kekse backen, weiß noch nicht. Ich bin gerne arbeiten. Wir fehlen die. Wenn wir ein gutes Stück in die Richtung laufen, dann kommen wir zu seinem Hochsitz. Oder so. Aber ich mache auch noch so bis 11. Ciao, Olli. Ich hab nie gedacht, dass ich so viel Spaß arbeiten muss. Wie lange macht ihr eigentlich, Lars und Donny? Ha? Wie lange macht ihr eigentlich? Weil ich mache ja bis 11 ungefähr. Ich gehe jetzt offline. Hm. Ja, ich komme morgen wieder. Aber dann musst du wieder mir öfter schreiben, ja? Ja. Haben wir schon lange nicht mehr. Ja. Ja, vielleicht komme ich wieder mehr.
Olli, ne, wenn du mal wirklich alles lernen willst, ne, mit Jagen. Genau, Dani. Es hat mir so viel geholfen. Aber wie soll ich da hingehen? Das ist ein bisschen weit, ne? Nein, der hat es überspielt, hat er es mir gezeigt. Das war cool, ey. Voll die richtig geilen, schnellen Tricks. Ja, ciao, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Aussichtspunkt. Olli, wollen wir mal hier runtersliden? Ich wollte nur zum Aussichtspunkt, wenn ich schon mal hier in der Ecke bin. Ja, der ist ja hier oben. Genau. Da habe ich mich denn schon drin, weißt du? Ich möchte so richtig schön Schnee haben zu bringen. Bei uns hat schon geschneit, aber kam noch nichts. Wirklich, was auf Erde geblieben ist. Richtig schön weiße Weihnachten erleben. Ja. Aber das wird ja besten nicht werden. Was nenne ich einen geilen Aussichtsturm, ey? Aber was hat Biene, Alter? Das soll er nicht annehmen. Habe ich schon anscheinend. Jetzt soll aussehen. Uiuiui. Was denn? Du hast hier runtergerutscht, ey. Guck mal, da hinten ist ein Wasser. Ja. So wie ich weiß, kann man da glaube ich auch hin. Du bist also ich weiß nicht, was da unten für Viecher gibt, ne? Ist egal. Da war ich noch nie. Du, Lars wollte gerade was sagen. Bist du sicher, dass du hier direkt so runter willst? Ja. Ich bin Batman. Ich geh lieber hier an der Seite runter, bevor ich mir noch weh tue. Und ich will nicht, dass im Chat steht, Chris' Vlogs hat Boden der Tatsache erreicht. Bitte steht's drin. Lars, schreib mal schnell, was du sagst. Nee, Lars, lass mal. Wie einer aus dem Stall jetzt ankommt, so, hi, darf ich mal deine Sporen morgen testen und Alter. What? Soll die sich ihre eigene Sporen zum Reiten kaufen? What? Wie einer aus dem Stall schreibt, hey, darf ich morgen mal deine Sporen testen? Ich will mal wissen, ob das einen Unterschied macht, wenn die nach innen gebogen sind. Weil ich habe Sporen, die sind ein bisschen leicht nach innen gebogen. Also den Hammer nehmen muss, nach innen liegen sein. Ja, na. Das ist jetzt ein kreatives Bild, wo wir spielen. Das hat den Boden der Tatsache erreicht. Danke, Lars. Kein Problem. Chrissy, hast du gerade gelesen im Chat, ja? Chrissy, kannst nicht mal einen Berg runterlaufen. Los bei dir. Kann ich wohl. Ja, habe ich gesehen. Statt im Berg. Und der Fahrtrag erreicht. Ihr spinnt doch. Ja, und? Ja.
Wenn jetzt was komisch ist, ich bin uns gut dabei. Sorry, dass ich geistig bescheuert bin. Olli, ja, stell dir mal vor, hier sind Primärbison auch. Solche fetten Viecher. Primärbison? Er geht höher. Ja. Ist immer noch Präriebison. Präriebison, wie auch immer. Mich nicht, und geh mir am Arsch vorbei. Ich geh morgen im Land, wo wir ein Stück Primärbison. Ich will morgen ein Stück Primärbison haben. Du dai. Mein Zielfernrohr wieder. Kann sonst nie jagen. Aber Christi markiert mir nicht mehr. Was hast du denn hier für ein Loch gebuddelt, du? Wie so ein Hund. Und hast wahrscheinlich so ein riesen Loch reingefinkelt, Christi, wa? Geht alles am Arsch vorbei. Also das Spiel ist ja sehr intelligent. Ja, schon irgendwie. Ne? Komisch, dass auch immer mein Name davor steht. Weil man... Ja, das ist ein Bug. Ich glaube auch, ja. Das ist ein Bug, dafür kannst du nicht. Sie gibt es gar nicht. Wenn es hier. Wo ist ein Puma? Wo? Ich hab gefragt, wo ist ein Puma? Oh, ich hab verstanden, da ist ein Puma. Hey Olli, ich habe Puma gefunden, ein Spaß. Lass halt gerade Spaß im Schiff. Geben Schiff. Ja, irgendwie schon. Das macht gerade mehr Spaß, kein... den In-Game-Chat zu lesen, als den Twitch-Chat. Das ist auch geil. Ja, im Twitch ist ja nichts los. Deswegen. Soll ich es in Twitch-Chat reinschauen? Aber das sagen wir, wir müssen echt Olli mal einen Tag festlegen, ne? Zum Beispiel am besten Wochenende, wo dann mehr sind, zum Beispiel Samstagabend. Ja, wenn ich dann da bin, würde ich dann mitmachen bei The Hunter. Livestream. Einen Tag wenigstens festlegen mit The Hunter. Damit wir uns wieder kaputt lachen wie die Irren. Ich leg da keinen Tag fest und mach das einfach mit. Und Livestream mit die Steine! Ich frag auch nicht mehr die anderen. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Weißt du, jedes Mal das gleiche. Nee. Das ist ja nicht dann, sollen sie von sich aus ankommen. Das ist schon nicht das erste Mal, dass ich esse und da kein Bock mehr drauf. Einfach schon zu voll. Ich zieh jetzt mein Ding durch und das müssen auch Bananen, ganz ehrlich. Sollen sie Ding mit ETS durchziehen und alles und dann ist es gut. Ich spiel wenigstens alles Mögliche, ne? Ich nehme mal Zeit so für den Hunter. Nehmen wir mal Zeit für LS. Nehmen wir mal für ETS. Guck mal, ich habe heute auch ETS gefahren. Ja. Und bin jetzt in der Hunter. Mal wieder Abwechslung. Immer nur ständig das Gelbe spielen. Ist auch nicht geil. Oi, die Groschen. Oi, die Groschen. Genau. Schnauze, du Schnabeltasche, dein. Ich geb dir gleich Schnabeltasche. Bleib mal schön 7 Kilometer von uns weg hier. Lässt sich ändern. Maultier. Wir dürfen das trinken. Im Gebiet von denen. Ja, wenn Maultier trinken. Nee, wie gesagt, fangt wieder an selber. Wenigstens.
Weil ich ja letztens Tomb Raider angefangen hast zu spielen. Was war denn das hier, ruhig? Grissi, also! Das ist Miriam Trudan! Achso. Das ist quasi die Familie von Chris. Nein. Die ist auch so ein Truder. Bubi. Ja, bloß ohne Haare. Auch gut. Deacon Sharp. Nein, Deacon Sharp. Ich hab gesagt, Deacon Sharp, was hast du denn an Wiesen? Kann ich's nicht loben, ey. Ja, du hast Wiesen gesagt. Nein. Lars, ach, stimmt halt nie. Was laberst du für Scheiße? Ja, Spidey und Dutcher. Ja und? Vor allem die Krise, aber bei der Weise so. Warte, hat's mir das Bild nicht mehr gereicht? Schade, ich wollte noch so Luft holen, hat aber nie geklappt. Wo die denn gut waren? Wo denn Gubbel? Guck mal, hier liegt ein Gubbel. Nee, warum? Muskel, Darm, Hüfte. Das ist auch ein Bedürfnisgebiet von den Truthähnen. Das können sie. Ja, das älteste Bedürfnis, was die haben, bei mir auf dem Teller zu landen. Oh ja. Einen richtigen Braten rausmachen, ne? Truthahnbraten. Mhm. Zu Thanksgiving, ne? Ja, mir egal, ich kann mich da aufhalten. Das ist Friday. Gucken wir mal, was morgen ist. Ich glaube, das ist jetzt hier. Ah, da liegt doch einer auf der Straße. Wow. Muss es mal schaffen, bei dem Vieh's Herz zu treffen. Hatte ich heute. Ja, ich auch schon. Nee, da sind tote Wiesen. Mörder. Nee, der lag da, der liegt einfach auf dem Berg. Mein Berg? Von mir 40 Meter weg von mir, da bin ich nicht mal abgeschaut. Warte mal. Ah! Komm mal mit. Ich weiß wieder, wo wir sind. Hier, diesen Berg, den du da siehst, ne? Links. Mit der Steinwand da, ne? Ja. Da bin ich schon mehrfach runtergeflogen, obwohl ich da nur langlaufen wollte. Weil da unten ein Außenposten ist. Dann bin ich dabei. Ja, und Marcel war auch dabei. Und hast du einen Blick? Unterwegs. Versuche ihn dir zu markieren. Ist nur ein Brummschrei, ne? Oh, aber langsam laufen. Ich bin faul. Langsam laufen. Rennen. Nein. Doch. Am besten hier von der Straßenseite her schießen. Weil der Berg ist. Ist sein, der ist oben auf dem Berg. Ist ja auch scheiße. Gut, trotzdem kriegen. Da eben markiert ist. Thank you, Jon. So, schau mal, wie wir das Viech ab.
Olli, du hast einen Viech getötet. Markiert. Ist Klasse 5. Weiblich. 4 leicht. Springt mit dem Arsch hoch. Weil ich nur Arsch verfällt habe. Jetzt nochmal. Schuss. Ja, ich wackel zu doll. Und jetzt gesiegt. Hessi! Ich hab mich visiert zwischendurch. Und abdrücken. Warte, du hast ihn aber einmal getroffen, oder? Ja, Marsch. Wo ist denn deine Spur? Hier. Wo hast du denn den genau getroffen? War das hier? Warte, der Hund sucht doch. Ja, schon. Hier. Hier. Aber war dein Puma. Ja. War sogar weiblich. Weißt du, was ich mal sinnvoll fände? Raketenwerfer oder so. Ja. Könnte man Bären und Wiesen viel leichter AK-47. Oder so ein Stand-MG oder so für ganze Herd. MMG, ja, klar, geht immer. Hier vorne ist auch direkt ein Außenposten, ne? Willst du den gleich erstmal einnehmen? Oder ein Panzer ist auch nicht. Leo? 75 bis 100. Leo 25, ja, doch. Ich bleib hier bei der nächsten Spur stehen, ne? Ja, der Hund ist auch so. Nee, das glaub ich. Ich habe da fast 20.000 Kohle. Ich glaube, ich habe da hinten was gesehen. Ja, ich bin jetzt nochmal raus für heute. Boah, Petey Hirsch! Ja, was? Olli, du musst gleich die Spur weiter hier verfolgen. Ja. So, ich bin jetzt bald raus für heute. Du hier. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Gute Nacht. Jo. Du musst deine Spur hier weiter verfolgen. Ich muss meine Vapiti-Spur folgen. Du bist ja hier auf der Straße im Fleck. Du hast ja sozusagen ja schon die halbe Karte, ja gut, nicht direkt die halbe Karte, aber schon das meiste von der Karte gesehen. Was? Dein Puma ist hier lang gelaufen. Chris hat so einen Bogen gemacht, ne? Ja. Ich merke, dass das am Haus vorbeigeballert. So eine Sau. Sowas von der dumme Sau. Puma. Ja. Sag ich ja, aber sowas von der dumme Sau. Sogar ein tödlicher Trepper. Wenn ich mal Pieten gehört. Ja, dann liegt der gleich hier. Ist doch gut. Genau das meine ich, diesen Warnruf. Mhm. Den habe ich immer gehört. Naja. Penishundi. Hinterlauf hat ihn zerschossen. Deswegen ist er hochgesprungen.
läuft auf jeden Fall bei dir. Was du? Du hast fast doppelte Punkte. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Kann ich doch wenig alleine lassen, wo die Boomers und Boomern. Wapitis hier einsammeln. What? Meine Wapitis. Okay, hier ist eine Spur. Ich muss mal in deine Richtung laufen. Junge, ich schreien so, als ob ein Mädel abgestochen wird, ne? Mhm. So, ich steche auch ein Mädchen ab. Dann schreie ich auch so. Irgendwo hier hatte ich noch einen richtigen roten Fleck. Oder ist der weg? Wo bist du denn? Ja, der ist hier. Da ist er. Da unten am See. Soll ich den Hund mal losschicken? Kannst du gleich bei der anderen Spur. Bei welcher anderen? Bei der ist hier tödlich. Siehst du, da hinten liegt er schon. Ich habe aber hier noch eine Spur, die ich verfolgen muss. Das ist der männliche. Ja, ich komme zu dir. Hier liegt weiblich. Der männliche ist irgendwo hier vorne. Ja, ist klar. Brömer, ich komme. Ich guck gerade mit meiner Waffe, ob ich da irgendwas erkennen kann, wo genau der sitzt. Aber ich sehe den da oben nicht. Der ist irgendwo im Gebüsch. Der ist sehr weit oben. Wenn mein Köter mal dir auf den Sack gehen würde. So. Ja, weil er mich wieder hin und her schiebt. Hier ist Blutspur. Junge, hat den eine verpellt. Was? Den Puma? Oben auf dem Berg? Echt? Na klar. Jetzt ist der 5 Meter weiter runtergeflogen. Der dürfte jetzt in seine Richtung kommen. Der dürfte angepisst sein. Oder schon tot, je nachdem, wie ich ihn getroffen habe. Ah, er brüllt noch. Ja, wir kommen. Nee, der ist männlich. Rumpfschrei. Ja, und? Der ist männlich. Ja, und? Und dann ist da oben auch noch ein weiblicher Sass. Ja, ich muss in die Richtung. Ich muss mein Papiti suchen. Ach so, wollten wir jetzt erst machen, wa? Ja. Hol du dir ruhig den Puma, kannst du gleich nachkommen. Dann laufe ich dir gleich wieder entgegen. Mein Wapiti wartet auf mich. Okay. Der wird eingesammelt werden. Dieses tote Stück. Nein! Bei dir auf der Seite ist auch einer, ja. Ja, ich weiß.
Papiti läuft sogar in die Richtung. Ja, der dicke Onkel ist ja gleich fertig. Der holt ja bloß sein Blümerchen. Arsch. 50 bis 75%. Oh, jetzt scheint noch zu leben, das Vieh. Der Köter knurrt. Aber wohl noch ein Wapiti. Dürfte aber bald gewesen sein. 0 bis 25% Blutung. Der dürfte die letzten Zucken gemacht haben. Verfolgt Beute. Na, wenn das mal da steht, ist er eigentlich weg. Mhm. Aber ich hab mir gerade neu gesehen, den Puma. Ich habe ja die Spur noch. Normalerweise müsste der liegen. Ich sehe kein Blut mehr. Der Köter zeigt noch kein Blut an. Nee, dann ist, hast du ihn nicht so gut getroffen und er konnte sich nach einer Zeit wieder sozusagen heilen. Hat der Medipack erfunden, die Sau? Nee, aber nach einer Zeit heilen die einfach. Danke, der hat Medipack erfunden. Zelt aufstellen. Ich habe mein Visier gehabt. Ja, stell auf. Was geht hier von der Schräglage her? Nee. Das ist zu schräg. Schräg. Dann komme ich zu dir gelaufen. Nee, warte. Kannst du reinspringen? Das kann ich. Kannst du in den Zelt reinspringen? Nee, kein Zelt. Warum will er sich nicht platzieren lassen? Hier muss ich runter zur Straße. Nützt nichts. Puma ist ein bisschen schneller, aber interessant.
Jetzt. Zelt steht. Ja. Also meinetwegen kannst du die Punkte gleich einsammeln von den Tieren. Ich habe schon genug Punkte. Also, eine Spur ist hier, ist die mit dem Code. Code. Hier. Hier, das ist mit der meiner Blutspur verbunden. Die geht hier hoch. Hier ist die nächste Blutspur. Ich habe aber hier noch eine. Da würde ich mal eben gucken, wie der Bluttreffer ist. Also hier ist die Blutung 75 zu 100 bis jetzt. Ja. Ich habe hier auch noch einen getroffen. Ist immer weiter in die Richtung auf der Straße. Oder am Rand der Straße. Ich muss nur eben... Na, ich mach erstmal diese, weil sind voll. Junge, die kommt scharf, Alter. Das ist die Spur von dem Rocky Mountain, den ich getroffen hatte. Rocky Mountain, ja. Ja, ich habe hier noch eine. Die geht in die andere Richtung. Blutung sehr gering. Meine müsste auch irgendwo hier unten lang gehen. Na, der Hund folgt immer noch Blutspur. Ja, ich habe hier noch eine. Die geht aber hier unten lang. Ich muss erstmal hier nachsuchen. Ich kann ja nicht. Ja, nee, ich lauf der hier noch mit nach. Okay, okay. Die gehen, glaube ich, in dieselbe Richtung, so wie du. Du läufst ja auch so ein bisschen Richtung Südwest. Komm dir entgegen. Ich bin ja schon so bei 50 bis 75 hier. Ja, bin hier. Ich auch. Die Wege müssen... Nö, jetzt bei 25. Okay. 25, 50. Hund folgt Beute. Die ist tot. Die Spur. Ja, ich habe hier noch eine Spur 0 bis 25. Ja, die hatte ich von meinem Puma auch gehabt, dann war sie weg. Ich komm mir mal hier. Naja, meine liegt hier. Was dit? Haben wir auch gefragt. Dick und scharf, hallo. Lief da irgendwie auf der Straße, erzählt gar nicht. Dass der nicht dahin zielt, wo du gerade hinkriegst. Das hilft trotzdem nicht an, wenn wir ansetzen. Ist da ein Trick bei oder so? Ja. Läuft da hinten so? Oder ist da nichts? Ja, man sollte auf die Waffe laden, hier, Engel. Ja. Die rennen weg. Ja, das habe ich mitgekriegt. Gucken, dass sie für dich noch was finden, wa? Und abdrücken und halt. Also ich setze höchstens nur einen Schuss jetzt nach, wenn das nicht der Treffer nicht so vernünftig saß, dann setze ich nochmal Schuss hinterher. Sonst markiere ich die nur noch die Tiere, weil ich habe ja genug Punkte. Wow! Hä? Okay.
einer von uns gereilt, ne? Wie er an uns umhergerannt ist. Der hat da wohl ein Ei am Wandern gehabt. Oh ja. Ich hab's nicht erwischt. Warte, kommt er zurück? Oh, da ist doch einer. Ich muss mal Geschrot nehmen. Wird der oben liegt. Liegt der? Ja, hier liegt. Ja, ich guck mal, ob der andere da liegt. Dann kannst du den auch gleich einsammeln. Ja, der hat auch tödlicher Spritzer hier. Oh, oh. Womit er den letzten erwischt kriegt. Was denn? Kommt der Jimmy Pan umgerannt! Wir sammeln den mal ein. Ich hab nochmal eben mit einer Schrotflinte draufgeballert. Ach, hat er noch gelebt, der Drecksack? Ja, der kam gerade nochmal zurück, der wollte mich umrennen. Ich konnte gerade noch zur Seite und er ist neben mir umgefallen. Hier ist eine richtig geile Stelle zum Jagen, wa? Ja. Es geht hier viel Ratz, Patz, Schmitz, Katz, kommen sie hier raus. Ich guck mal kurz mein Inventar, was habe ich denn dabei? Rotisch. Was hatten wir? War Pity, ne? Ja. Ich jetzt keine Lacroix. Oder? Hey. Ich hab leider keinen. Redehof für die. Für drei Rassen zusammen. Rentier, Karibu, Penne, Gruppen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie hier oben in den Bergen sind. Ich hab wohl richtig Bock, da in den Berg reinzugehen mit dir. Dass du dir die Wapitis da wegholst. Ich doch nicht. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn hier? Der Baumstumpf sah aus wie ein Alien-Ei. Alien-Ei. Hier, was habe ich jetzt reingekriegt verloren? Nee, wollen wir nicht. Wir denken, Wapitis, die sind geil. Von denen haben wir uns mal echt scheiße in Lebensgefahr. Aber ich glaube, bei denen müsste man echt weiter hier hoch in den Wald. Und da sind es noch Pumas, glaube ich, mit zwischen. Dieser Waffe, ne? Wenn du mal guckst, siehst du so Stellen an der Waffe, dann sind sie kaputt. Oh, sehe ich nicht. Nee, jetzt gerade nicht. Ja, ich gucke hier unten noch mit. Guck.
sitzen so auch, sitzen ja hier überall. Ah, ist ein Baumstumpf, ich dachte, das sind hier. Konschaf. Wir schreien auch nur die Dekon-Schafe, ne? Dafür könnte man die erstmal disziplinieren. Ja. Abpasst du dich? Dekon-Schafe. Herzziehend. Runter. Also eins habe ich definitiv getroffen. Habe ich auch gesehen. Und auch zusammen gesagt. Mhm. Da? Was? Da hinten. Wo da hinten? Da. Hinten am Wasser. Da sind auch mal welche markiert. Vielleicht haben wir die auch nicht gesehen. Ne? Ja, die sind ja jetzt halt irgendwo dahinter. Mal gucken. Ah doch, hier! Da liegt es doch! Ja! Irgendwas sogar. Der hoch! Von 0 bis 25, direkt tot. Dein Dekon-Schäfchen. Boah! 400! Hm. Du liegst jetzt bei 6600 noch was. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die anderen erwischt habe. Hattest du jemals... Was? Hattest du jemals so viele Punkte schon mal gehabt? Doch. Hat das ein bisschen länger gedauert. Das ist auch so eine Sache, ne? Also hier sehe ich eigentlich keine Ruhe. Das kommt auch darauf an, wie das Jagdglück ist, wie die Viecher sind. Bei der einen Karte hatte ich dermaßen richtig Glück gehabt. Da waren 6-7 Bären vorne an einer Brücke verbuggt und kam nicht weg. Naja, das war ja leicht, die mit den Schuss niederzustrecken. Nicht überall alles bauen. Ich würde lieber erst das Geld sparen. Und erst dann, wenn du genug Geld hast, bauen. Alter! Ich hab das schon gerade. Wo du so analysiert hast, habe ich es auch gerade gesehen. Ob ich hier eine Blutspur noch schon finde. Von den anderen noch. Nicht einer! Wo? Einer nicht, definitiv. Hab's ja, gesehen. Das wüsste ich. Da drüben. Mhm. Ja, den wollte ich jetzt. Den wollte ich mir hoch. Was war da hier? Ja, ich war hier hinten. Hier.
Was, die Blutspur ist auch groß. Direkt tödlicher Treffer. Ja, Lungenschuss. Ja, ist aber auch gut. Tod ist tot, ne? Da hinten ist ein... Oder hinten. Da, wo eine Markierung. Richtung West, leicht nördlich. Ich sehe keine Markierung. Ach, da. Gubbel, Gubbel. Dieser Prumpfschrei von denen, ne? Oh, ja, lad doch vorher nach, Engel. Du musst du eher drücken. Nachdem du geschossen hast, eher drücken. Die letzte nach. Ja, ich hab ja eigentlich 5 Schuss. Auch wenn ich nur eine Munition verbraucht habe. Ja. Trotzdem lade ich nach, du hast trotzdem ja noch Munition drin, ne? Ich hab 5 Schuss gemacht. Hier ist irgendein Fressgebiet. Ja, das ist von diesen Vögeln das Fressgebiet. Yep. Hey, da ist ein Außenposten. Siehst du es? Nö. Da oben, da ist ein Schild. Das ist ein Außenposten. Hey, wir haben Außenposten gefunden. Das ist kein Außenposten. Das ist wohl ein Außenposten. Das ist kein Außenposten. Guck auf die Karte. Außenposten würde da als Haus sehen. Das ist ein Außenposten. Eine Informationstafel. Eigentlich nicht. Ich hab doch gesagt, es ist ein Außenposten. Was willst du denn? Hab ich gesagt. Gar nicht. Du hast gesagt, es ist eine Informationstafel. Nein, das hast du. Hab ich ja wohl gar nicht. Halt die Button. Halt die Goschen. Nee, selber. Sind echt um die halbe Welt gereist, ne? Das wissen wir ungefähr in die Richtung und wir sind kommen in die nächste Ortschaft rein. Also ich wollte es finden. Oh, ja. Sagt sie gar nichts. Ich rede mit dir. Was? Wolltest du nicht um 11 Feierabend machen? Eigentlich ja. Gut. Noch ein paar Minütchen. Ist doch gerade ein bisschen interessant und lustig. Ja, wir, wir haben eine neue Gegend entdeckt, ja? Man muss herausfinden, was hier für Tiere leben. Ja, was am schönsten ist, ne? Immer denn. Ein
mein Herz blinkt schon richtig rot, ey. Aber ist auch kein Wunder, wenn wir hier Marathon hochrennen müssen. Wissen wir ja nicht, wie man es ja wie hier. Ja, weil ich hier hoch will. Nachher kommt noch von der Seite ein Puma und ich bin weg. Zeigen, die Karte ist echt geil. Hier spiele ich auch sehr, sehr gerne. Wer ist denn jetzt eigentlich noch alles anwesend? Also als Moderator bist du noch du da. Sicher bin ich da. Ja, als Moderator bist du da. Der Rest ist alles. Als Kinder. Die waren irgendwann mal da unten auf Fuß. Eigentlich kann ich den Stream ausmachen. Du? Was? Könntest du? Ja, nein. Wusste aber nicht. Ey, von hier oben hast du echt so einen guten Überblick, ne? Ich sag dir so, wie es ist, wenn wir gesagt hätten, wir spielen heute Alice oder ETS, dann wären sie da gewesen. Das glaube ich ja. Nichts wird was Neues offen. Das klingt überhaupt zum Kotzen, wisst ihr? Obwohl sie selber Hunter spielen. Mal noch ein kleines Stück und wir sind im nächsten Bereich. Und eigentlich da hinten. Guck mal, wissen nicht, was sie für Tiere sind, ne? Rennen aber so durch die Bäume durch. Ja. Sind schon neue Ortschaften. Ja. Alter, hier geht's ja richtig steil runter. Und steil hoch. Wenn man hier und hier jagen tust, dann putzelt das Tier runter. Alter, wie hoch sind wir denn, ey? Ist ja wie ein Wapiti. Da hinten ist eine ganz schön freie Fläche. Noch höher und wir können hier die ganze halbe Karte sehen. Normalerweise müssten wir da oben rauf. Mhm. Auf den roten Gipfel da.
Wohnhut im Roten Kreuz? Nee, wenn du hier oben bist. Gegenüber ist so ein Berg, weißt du? Da ist dieser rote Teil da oben. Da müsste man eigentlich mal hinklettern, ey. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel, wa? Da oben auf dem Berg. Da, geradeaus. Bei der roten Spitze? Also Richtung Osten. Richtung Osten, ja, die Bergspitze da. Ganz oben. Das ist unser nächstes Ziel, wa? Ja, aber nicht mehr heute. Nein. Irgendwann. Jo. Nehmen wir uns vor. Was ist denn hier für eine freie Fläche, ey? Ja, aber keine Viecher. Ist hier so ein Prärie-Bison ist, Alter. Nee, dann geh ich. Ach, da krieg ich eine Kugel und freut sich des Lebens. Keine Tiere mehr angezeigt. Hm, hier scheint immer nichts los zu sein. What? Ich würde sagen, tote Hose. Warte, was ist da hinten? Wir müssen was hier hinten ist. Nichts sein jetzt gerade. Was? Jetzt gerade wird hier nichts sein. Hier, Klippensturz machen. Und dann? Weiß nicht. Klippensturz halt. Und wenn ich jetzt da doch irgendwie auf ein Tier stoße, ne? Ja. Was ist das? Dann brauchst du mal Zeit. Wenn du die Flinte aufziehst.
rufe jetzt hier einfach mal durch. Warte, schieße. Kommt einfach nichts. Was? Kommt einfach nichts von denen. Ne, die sagen, die haben sich hingelegt, das ist Feierabend einfach. Die haben gesagt, wir sollen Feierabend heute machen. 7000 Punkte für dich, 12000 für mich. Ist das schon mal jetzt? Und du bist jetzt Stufe 33. Ja. Nicht jetzt Stufe von 40 auf 42. Ja. Zum Beispiel nicht von 41. Ja. Ja. Zeit.